Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer kleinen feinen Runde Spintires Mudrunner. Ja, bald ist es soweit und wir werden ja Spintires oder Mudrunner ja verlassen und werden in die Arktis oder in die sibirische Tundra gehen. Nämlich, ja, Mudrunner kommt. Nur leider, so wie ich gehört habe, nur auf den Epic Store. Und ich musste wirklich meine Vorsätze diesbezüglich erstmal canceln, weil ich möchte gerne dieses Spiel spielen. Und meine Frage an euch, werdet ihr warten, bis irgendwann Mudrunner, oder besser gesagt SnowRunner, bei Steam verfügbar ist? Oder werdet ihr trotzdem mal den Epic Store besuchen? Ja, ich dachte mir, ich werde das unregelmäßig ein paar Folgen bringen, so 2 bis 3 Folgen die Woche. Und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Wenn ja, dann schreibt es mal rein oder gebt dem Video ein Däumchen. Und wer es noch nicht gemacht hat, der kann gerne mal ein Abo da lassen, um nicht zu verpassen. Ich habe ein russisches Setting gewählt mit einem, naja, Kamas-Truck. Und oh, wir brauchen hier weiter nichts machen. Na, das sieht doch schon irgendwie cool aus. Ich hoffe, dass wir dann in dem Spiel irgendwie auch einen richtigen Fotomodus dann bekommen. Ja, also hoffe ich doch. So, ich würde mal den Motor anmachen. Oh, der qualmt. Oh, ey. Ja, ich muss mal gucken. Hier ist hinten. Ich muss nochmal schauen, die ganze Steuerung, wie das alles nochmal geht. Das ist nochmal vorne. Das sind die Winde. Winde verbunden. Nee, wollen wir nicht. Und ich habe hier erstmal Werkzeug eingepackt. Und wir werden mal schauen. Wir werden mal Beobachtungspunkte. Tankstelle ist hier hinten. Wir sind ein bisschen falsch rausgefahren. Und wir schauen mal, ob wir hier irgendwo ein Sägewerk. Sägewerk. Oh, große Karte. Eieiei. Also, wie es aussieht, gibt es hier gar keine Werkstatt, ne? Gibt es nur Beobachtungspunkte. Stammholz, Lager. Ja, hier gibt es gar keine Werkstatt. Dann habe ich ja erstmal alles ein bisschen falsch umgebaut mit dem LKW. Na, ganz großes Kino. Ja, dann wäre wieder richtig klasse. Ich würde sagen, wir fahren trotzdem erstmal hier runter, drehen uns um, bauen den LKW nochmal um auf Holz. Ach so, wir haben ja hier lösen. Wir haben ja dummerweise das alles hier rangemacht. Ah, wir sind ein richtiger. Ah, das sieht aber auch cool aus, ne? Ah, warte mal, ich will mal, wo war denn eigentlich der Knopf, wo man nach innen, ach so, reindrücken. Inwiefern der nächste Teil dann noch ein bisschen verbessert wurde auf, naja, wie soll ich sagen? Wir können hier einen LKW freischalten. Ein kleines Vehikelchen. Uhu, einen neuen LKW freischaltet. Naja, ganz toll. Oh. Warte mal, ich muss mal den Gang hier reinmachen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Oh, oh, das sieht doch mächtig aus hier. Ob wir hier irgendwie durchkommen. Wahrscheinlich werden wir oft mit diesem Truck hier unterwegs sein. Ich werde dann erstmal hier rausfahren. Und dann werden wir uns den umbauen auf Holz. Oh, hier sind ja ein paar Leute. Oder als Werkstattwagen. Vielleicht sollen wir den anderen ja auch als Werkstattwagen machen. Oh, was ist mit dem los? Ach, guck dir mal an, ey. Der Typ ist ordentlich besoffen. Naja, es ist, ne? Druschbar, sag ich da nur. Weiß nicht, ob die Karte jetzt schwer ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie richtig heißt. Aber wir fahren jetzt erstmal. Wir sollten vielleicht erstmal irgendwo tanken gehen. Und den Anhänger vielleicht auf Tankanhänger umrüsten. Ich hätte vielleicht vorher mal auf die Karte gucken sollen, was die uns so bedeutet. Ja, komm, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück.
Ja, wie gesagt, es wird immer so einen Wechsel erstmal geben. Sind ja jetzt noch keine weiteren Simulationsspiele so geplant. Deswegen dachte ich mir, na gut, das ist ja auch LKW, ne? Dann können wir ja durchaus hier noch ein bisschen Spaß haben. Rüsten eben mal ein bisschen auf hier. Ist schon ein ordentliches Gefährt hier, ne? Also, der Kamas hier. Wahrscheinlich werden wir. Ups. Ja, das Kamera ist hier ein bisschen schwierig. Oh. Okay. Ich würde erstmal die montierten Sachen erstmal alle abmachen. Was haben wir hier noch montiert? Angekoppelt. Okay. Hier ist ein Holzaufleger. Man könnte den ja richtig als kompletten Holzer. Vielleicht bauen wir den ja einfach nur ein bisschen um. Oder wir machen den richtig als Kurzholz. Holzaufleger. Das ist Mittelholz. Was ist denn hier? Mehrzweckanhänger. Holzanhänger. Der hat 4 Punkte. Wir könnten noch einen Sattelauflieger ranmachen. Na, warte mal. So. Polygonisch, großer Tanker. Ah. 6 Holz. 8 Punkte. Oh, ein Tiefauflieger. Er bringt 300 Reparationspunkte. Da sind ja schon ein paar schöne Sachen da. Ich finde das aber trotzdem immer noch ein bisschen schwierig. Ich würde aber trotzdem. Nee, ich mache einen ganz normalen Anhänger drauf. Ja, wir machen den als Holz-Truck hier. Was ist das? Mittelholz. Ja, der sieht gut aus. Kurzholz. So, wir sind hier zur Seite. An der. 3. Mit einem Kran. Falls wir irgendwas aufladen müssten, aber ich denke mal eher nicht. Oder? Komm. Bauen wir den einfach mal an. So, was gibt's hier noch? Wir könnten hier noch zusätzliche Lampen ranmachen und das war's. So fahren wir den jetzt. Wir werden gleich den anderen LKW auch vorbereiten. Sagen wir mal, komme ich hier eigentlich gar nicht raus? Hier hinten vielleicht? Ach ja, hier hinten komme ich raus. Okay. Ja, so werden wir den fahren. Oh. Den Kran. Und wir werden den anderen LKW mal nehmen. Okay. Den würde ich jetzt eigentlich gerne als, naja, Führungsfahrzeug nehmen oder nicht als Holzaufbau, sondern was haben wir hier eigentlich? Das so. Was hier? Da hier andere Lampen hinten hier. Ah, 200 Liter Kraftstoff. Ersatzrad. Nee. Mehrzweck. Sattelauflieger. Tanker. Nee. Werkzeugbunker brauchen wir ja nicht hier. Werkzeugwagen. Kommt doch. Boah, hier gleich so einen großen Trailer hier ran. Kommen wir ja gar nicht voran. Mensch. Ich brauche Reparationspunkte. Und einen Tankanhänger. Tankanhänger, den werden wir mitnehmen.
verfügbar. Hier. Reparation und 200 Liter Kraftstoff. Okay, was haben wir noch hier? Wir können hier noch einen Dachaufbau machen. Ja. Wir werden den LKW nämlich oder den Anhänger dann irgendwo hinstellen. Und er soll uns quasi so ein bisschen begleiten. Ja. Oh. Das sieht irgendwie richtig geil aus, oder? Oh, jetzt haben wir hier die Winde irgendwo angemacht. Haben wir die Winde irgendwo angemacht? Nee. Wo war denn eigentlich Licht an? Ach so, das Licht ist aber nicht so stark, ne? Das ist ja ein bisschen schwach hier. So, wir machen Motor aus. Motor ausstellen. Und wir haben ja noch einen LKW. Ach, guck mal an, die haben hier so... zum Kran. Ah. Ich würde ja fast sagen, dass wir mit dem Wagen hier erstmal versuchen, ein bisschen Erkundungsarbeit zu machen mit den russischen Fahrzeugen. Oh, wir kommen hier gar nicht weiter, wa? Oder kann ich hier durch die durchs Holz durchfahren? Ne, ich probiere es mal. Ach, es ist das Tor. Ach, guck mal an, hier ist ja noch ein LKW. So. Okay. Wir schauen mal. Wir haben da eine Tankstelle. Wir haben da das Sägewerk. Wir haben ein bisschen schon was aufgedeckt. Ich würde sagen, wir fahren mal bis zum Sägewerk hier auf die auf der Straße hier lang. Ja, sowas wird dann hoffentlich nicht mehr sein. Solche Sachen hier, ne? Solche Armaturen, die werden dann beim nächsten Mal besser sein. Ah, das Fahrgefühl ist ein bisschen schwammig hier mit den russischen Fahrzeugen. Uiuiui, ja, durchschwammig, sage ich euch. Wir fahren erstmal die Straße entlang. Eieieiei. Hier haben wir ja Glück und hier ist gar nicht so krass alles. Der ist sogar schön vollgetankt, der Wagen. Das ist ja gut. Weil es ist ja eine ganz angenehme Map. Wir brauchen uns hier nicht so viel Gedanken machen. Warte mal, hier müssen wir auf die Karte gehen. Ach, falscher Knopf. Ah, toll. Fahren wir erstmal Straße lang. Erstmal Straße. Wir fahren jetzt hier im Kreis, merke ich gerade, aber es ist auch irgendwie richtig schön zu sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an DayZ, oder? So ein bisschen so die Häuschen. Wir cruisen hier so lang. Wo kommen die Zombies? Ob wir den nehmen, man, ist einfach nur ein Deko-Fahrzeug, ne? Ah, es geht wieder los. Also ich denke mal, wir werden das hier durchfahren oder schön gemütlich machen. Jetzt nicht zu krass, wir wollen alles gleich schaffen. Jedenfalls, wenn SnowRunner rauskommt, dann ist das hier wahrscheinlich Geschichte. Wir warten ab. Muss ja auch erstmal gucken, wie es bei euch ankommt. Für mich ist es erstmal wieder so ein bisschen reinkommen ins Spiel. Oh. Oh, Hauptverkehrsader. Das ist ein Beobachtungspunkt. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Hier ist die Map Ende. Ach, guck mal an. Alt-Lenin ist ja hier. Ey, sag mal, bin ich die Map schon mal gefahren? Oder sind hier manche Assets, die man so halt... so kennt, ne? Ist ja schon eine richtig große russische Community auch. Die werden sich wahrscheinlich untereinander so ein bisschen unterstützen, helfen. Ah, steht ein Auto hier oben. Ein bisschen Tripyard-mäßig, ne? Das ist ja... Eieieiei. Ich will jetzt nicht Allrad hier reinmachen, sonst steigt der Sprit. Wir brauchen noch ein bisschen mehr.
Hier, alter Konsum. Verkaufhalle. So. Du? Ja. Soll hier irgendwie durchfahren? Kann ich das umfahren hier? Ja, logisch. Fahren wir um. War natürlich hier ein bisschen Probleme, aber jetzt mit dem Bagger hier weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ah. Na toll. Na toll, wird langsam dunkel hier. Ach. Ich werde das auch immer so machen, dass wir den Tag. Wir werden immer am Tag fahren. Wir werden jetzt nicht so in der Nacht irgendwie großartig rumagieren, weil dann seht ihr ja auch nichts. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Aber wir versuchen wenigstens jetzt den Beobachtungspunkt zu kriegen. Oh, da ist eine Kuh. Das ist ja schön. Alter Schwede. Voll gegengeknallt, ey. Wir hatten den Baum da hingelegt. Ich will auch nicht immer. Ach ja, ein paar Ziegen sind ja auch. Ach, und ein paar Schweinchen. Hier bei Animal Crossing oder was? Boah, warte mal auf die Map. Wir müssen hier irgendwo lang. Wollen hier die Schweine irgendwie in den Arsch fahren? Oh ne, die sind ordentlich hart. Oh. Ach je. Dauert so gleich kaputt. Ach je. Mann, da ist ja auch ein Tor. Vielleicht fahren wir da mal lieber durch. Wollen wir mal ein bisschen gucken, ja. Dachte, ich kann jetzt das umfahren. Hier, das kann ich hier kaputt fahren, hier. Die Dinger hier. Da gab es doch mal ein Achievement hier, wenn man hier die Halloween-Dinger hier kaputt macht. Na gut. So, kaputt ist es. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich glaube, den Sound kann ich hier auch nicht kaputt fahren, ne? Nee. Lieber ein bisschen langsam gegen knallen. Ah, guck an, hier sind wir wieder auf dem Weg. Aber jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn? Wir müssen hier lang. Das kann ich glaube langsam. Ah, hör auf! Jetzt bleiben wir sogar noch stecken hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ach, da ist die Flagge. Juhu, schön. Ah, wir werden mal lieber der rückwärts fahren. Ah, macht wenigstens ordentlich Licht. Jetzt sind wir doch ein bisschen in den Dunkel, aber wir werden das immer so machen. Eine Folge geht dann halt von frühmorgens bis abends. Und wesentlich, ach, jetzt muss ich langsam Feierabend machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier irgendwo ein Tor finden, wo wir reinfahren können. Ein Viertel vom Fahrzeug ist jetzt schon demoliert. Ah, hier, warte mal. Ah, nee, jetzt muss da unbedingt ein Auto da drinnen stehen. Guck mal an. Es fehlt mir noch in der Raupensammlung. Jetzt war ich hier wahrscheinlich im Kreis, um zu sehen, wo es hier lang geht. Und jetzt haben wir es hier noch. Insta. Oh, oh, oh. Oh. Naja, okay. Ja, machen wir Motor aus. Motor abstellen. Ja, jetzt hänge ich hier mitten in der Pampa. Das müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen.
Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden hier unseren Jeep bergen und dann sehen wir mal weiter. Wieder total klasse, Maximus. Mit den Worten mache ich erstmal einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.